selber mache täglich eine Probefahrt, weil, wie gesagt, ich lebe mehr mit der Anlage wie mit meiner Frau. Ein Schausteller muss natürlich viele Dinge können, von der Elektrik und Grundwissen, von der Statik, von Aufbauen. Ich wollte schon immer mal im Bierzelt arbeiten. Früher habe ich immer im Weinzelt gearbeitet bei uns in Weißenburg, aber es ist ganz anders. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In 2 Tagen müssen alle Attraktionen fertig aufgebaut sein. Zum 71. Mal wollen dann Besucher von jung bis alt in der oberbayerischen Kleinstadt Olching ihr Volksfest einläuten. Wie es die Tradition verlangt, mit dem Bier im Stich. Bis dahin aber wartet auf die Schausteller noch einiges an Vorarbeit. So auch auf Autoscooterbetreiber Edmund Diebold. In diesem Fahrzeug, in diesem Kassenschäsenwagen, sagt man, sind momentan 26 Autos. Das ist ausreichend für die Fläche. Ja, und diese 26 Autos, ja, wenn immer laufen, wäre es schön. Wird es nicht, aber braucht man aber auch, um Stoßzeiten abzufangen. Und auf der anderen Seite, wenn mal was kaputt ist, kommt auch vor. Bei Neufahrzeugen hatten wir jetzt immer kleine Schäden, nagelneue Autos und eigentlich ganze Lappalie. Elektromagneten haben sich Bohrspäne angesammelt und die haben dann blockiert. Er hat natürlich den wichtigsten Job oben, der Marius, auf engstem Raum ein Auto lenken, schieben. Das ist natürlich nicht einfach, ja, aber es geht natürlich nicht anders. Bei uns ist beim Verladen, da ist jeder Quadratzentimeter voll. Muss aber jetzt nicht sein, das können wir hier immer noch machen. Ja? Müsst ihr mal ein bisschen zur Ruhe kommen, es war anstrengend genug. Während viele Schausteller ihre Fahrgeschäfte bald fertig aufgebaut haben, fährt der Betreiber eines 35 Meter hohen Riesenkettenfliegers gerade erst vor. Lothar Winter ist im Stress. Hat er doch vor einigen Stunden sein Fahrgeschäft erst bei einem anderen Volksfest abgebaut. Nun muss er seine kostbare Fracht in Olching aufs Gelände bringen. In eine nur wenige Meter breite Lücke. Bei einem 45-Tonnen-Fahrzeug Maßarbeit. Warte, Auto! Man soll ja ruhig hören, dass da einer da ist, weil wir haben ja die Kinder dabei. Das Ganze hab und gut. Genau. Und auch jetzt ist er wirklich relativ entspannt, aber wenn die Geschäftszeit anfängt, ist er nicht ganz so entspannt dann auch. Also da laufst du auch hier hinten normal nicht mehr durch dann. So, wenn jetzt ein Überfall ist, muss man einfach heutzutage damit rechnen, dass wenn man mit seinen Tageseinnahmen von der Kasse in den Wohnwagen wechselt, dass man einfach auch mal irgendwelche ungebetenen Gäste hat. Und wie gesagt, drum hat man auch einen Hund dann da. Er passt einfach ein bisschen drauf auf. Und auch wenn der Hund nicht beißt, und das tut er wirklich nicht, er flößt einfach ein bisschen Respekt ein. Ich sage immer, er darf böse ausgucken, darf aber nicht böse sein. Zurück beim Autoscooter-Team von Edmund Diebold. Unsere Kundschaft kommt aus allen Schichten, aus allen Ländern, kann man mittlerweile sagen. Und auf so einem Volksfest ist es sehr multikulti, kann man sagen. Mitarbeiter Daniel ist nun damit beschäftigt, die Stromversorgung an den Autoscootern zu montieren. Ich mache jetzt diese Stange von alle Auto. Und von wo kommt Strom? Kriegt Auto Strom. Oben vom Netz kriegt Auto innen Strom rein. Auch die elektrische Erdung muss geprüft werden. Was machst du jetzt hier? Also alle Auto wird umgedreht und Kontrolle machen. Diese Böse muss richtig sauber sein, weil macht Maße unten am Boden und oben mit Netz.
So geht diese Autofahren. Bis zur Eröffnung des Festes sollen alle Autoscooter frisch geputzt sein. Für Edmund Diebold gehört das alles zur Routine. Der Augsburger ist in einer Schaustellerfamilie groß geworden. Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich sein Vorfahre Donat Diebold als Karussellbesitzer einen Namen gemacht. Wird die Familientradition fortleben? Es sollte natürlich auch in der nächsten oder übernächsten Generation, ich kann das nicht beurteilen, was mein Sohn weitermacht oder der Enkel dann, ja, ich weiß es nicht, er soll zuerst einmal einen Beruf erlernen, das wäre schön, aber dann wäre es schön auch, wenn er dieses Unternehmen weiterführen würde. Ja. Es ist natürlich eine Herzensangelegenheit. Morgen soll das Volksfest starten. Das Kettenkarussell steht gut verpackt an seinem Platz und wartet auf seinen Aufbau. Bevor der 15 Tonnen schwere Turm per Hydrauliksystem hochgefahren wird, müssen Lothar Winter und sein Mitarbeiter allerdings noch einige Vorbereitungen treffen. Besonders wichtig ist Lothar Winter beim Aufbau der Fokus auf die Sicherheit. Und die Kraft, Junge. So, ganz aufklappen. Ich sag mir ganz ehrlich, wir transportieren Menschenleben. Ich habe selber zwei eigene Kinder. Ich kann meine Kinder selber mit gutem Gewissen bei mir in der Anlage fahren lassen. Und ich möchte ehrlich gesagt auch kein Kinderleben auf dem Gewissen haben. Also so viel Verantwortung sollte man schon auch wirklich tragen. Ich selber mache täglich eine Probefahrt, weil, wie gesagt, ich lebe mehr mit der Anlage wie mit meiner Frau. Und allein schon an die Geräusche, was die Anlage macht, weiß man, wo ein Problem ist oder wo was kommen könnte. Nicht nur beim Aufbau des großen Fahrgeschäftes, auch im Umgang mit Menschen muss ein Schausteller manchmal das nötige Feingefühl mitbringen. Wir wissen ja alle, Alkohol fallen alle Hemmungen. Man muss sich auch viel anhören manchmal. Aber ich sag, der, wo das nicht ertragen kann, der ist da einfach in der falschen Branche. So, immer vor dem ersten Aufstellen muss man mal schauen, dass das dünne Drahtseil da oben in den zwei Führungssäulen richtig drin ist. Weil wenn es nebenbei zieht, bringst du es hier nicht mehr raus und das Seil darf ja auch nicht verletzt werden, gell? Gut, passt schon. So, wir haben insgesamt 20 Sitzplätze und es muss ja auch dementsprechend viele Fahrten in der Stunde, sag ich mal, abgewickelt werden, wenn die Hauptzeiten sind, dass man einfach auf seine Kosten kommt. Und für einen alleine 20 einzelne Plätze jeweils immer nachkontrollieren, weil auch Kinder und Erwachsene noch einen zusätzlichen Beckengurt haben. Darum haben wir normal immer dann zwei auf der Fahrbahn. Und da hilft sogar schon meine älteste Tochter mit 14, weil so sind wir alle aufgewachsen im Betrieb. Wir wurden jung rangeführt und mein Vater hat immer gesagt, wir ziehen keine Faulenzer. Per Hydraulik fährt der Turm langsam hoch und wird in einigen Minuten seine Höhe von 35 Metern erreichen. Gut die Hälfte des Jahres verbringen Edmund Diebold und seine Frau Monika ihre Zeit im Wohnwagen und sind auf Volksfesten unterwegs. Hier ist ein Bad, hinten das Schlafzimmer, hier ist die Küche, wenn wir mal rüberschwenken. Das Reich meiner Frau, ja, hier essen wir. Es gibt viel größer und viel luxuriöser. Ich habe den Wagen vor rund 35 Jahren selbst gebaut und habe man dann vor 5-6 Jahren haben wir dann mal wieder erneuert, ja, und entkernt und also einfach wieder auf den technischen Stand gebracht. Der Wohnwagen ist ein Zuhause. Ja. Wir als Schausteller haben mehrere Zuhause, das ist ganz klar. Wir haben im Winter leben wir schon im Haus, weil ein Wohnwagen auch von der Isolierung her bei minus 20 Grad Kälte nicht optimal ist.
Noch wenige Stunden bis zum Bieranstich und der offiziellen Eröffnung. Im Festzelt treffen die Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die letzten Vorbereitungen. Eine von ihnen ist Tina Moritz. Also ich habe meine Personalien abgegeben, habe angecheckt, habe meine Marke gekauft, Bier, Rammel, Weißbier, Händelmarken und so weiter. Da gibt man Vorkasse oder man kauft es auf Kommission und gibt sie dann am Ende wieder zurück. Und jetzt schaue ich, wo meine Station heute ist. Genau, das sind jetzt meine Tische ab hier. Also der Kollege hat hier schon markiert. Der ist bis hierhin zuständig. Ich bin ab hier bis zum Ende der Reihe und muss jetzt noch markieren für mich, halt, damit ich weiß, wo bringe ich was hin. Tisch 1, 2, 7, 8. Ich habe letztes Jahr angefangen, da haben sie in Weißenburg, also ich komme aus Weißenburg, Mittelfranken, da haben sie inseriert gehabt in der Zeitung. Und ich wollte schon immer mal im Bierzelt arbeiten. Früher habe ich immer im Weinzelt gearbeitet bei uns in Weißenburg, aber es ist ganz anders, weil da haben wir ja nicht die Maßkrüge und ist nicht so eine schwere Arbeit. Und ich wollte es schon immer mal machen, weil ich einfach um festzustellen, ob ich das überhaupt schaffe. Am Anfang kann man natürlich noch nicht so viel tragen. Und jetzt mittlerweile sind es 8, also mehr schaffe ich auch noch nicht. Auch Lothar Winter vom Kettenkarussell ist startklar. So, auf geht's, zusteigen, dabei sein, neue Fahrt, neue Runde. Wann geht's los, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist wie immer gut. Wir kennen nur gute Stimmung, weil wir bringen ja Freude der Menschheit. Und ja, wir stehen in den Startlöchern. Papa zieht sich jetzt dann gleich noch um und macht sich schick. Chefin ist schon schick, die macht gleich Eröffnung. Und dann warten wir mal auf die verehrte Kundschaft. Nervosität oder schon abgebrüht? Was heißt Nervosität? Man gewöhnt sich an alles, sage ich immer. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn man nervös ist, müsste man Angst haben, dass wir was falsch gemacht haben. Wir sind uns unserer Sache aber normal sicher. Testfahrten haben wir alle erfolgreich abgeschlossen. Alles flutscht, alles ist geschmiert. Es kann losgehen von uns aus. Zurück im Festzelt. Hier haben mittlerweile die ersten Besucher Platz genommen und warten auf den Bieranstich. Unter den Frauen und Männern befinden sich auch Mitglieder des Trachtenvereins Graselfing. Die Gruppe will nach dem Bieranstich Schuhplatteln auf der Bühne vorführen. Ja, unsere Stimmung ist immer gut. Wir pflegen die Tradition und nachher haben wir einen gescheiten Auftritt raus. Und wir haben immer Freit und Gaudi. Und wenn dann das Bierzelt voll ist und dann alle jubeln, das ist natürlich immer am schönsten. Bürgermeister und Bierkönigin werden das Fest gleich mit dem Bieranstich offiziell eröffnen. Das Anzapfen zählt für sie zur Routine. Eine schwere Geburt. Aber nach mehreren Anläufen heißt es nun endlich. Ja, keine Ahnung, jetzt mache ich es seit 15 Jahren, das ist mir jetzt so auch noch nicht passiert. Möglicherweise war irgendein Problem mit dem Fass, aber dafür haben wir es richtig spritzen lassen, das ist ja auch mal schön. Es war ein runder Start ins 71. Olchinger Volksfest. 10 Tage lang können die Besucherinnen und Besucher bei gutem Juniwetter nun Spaß haben und Bier, Speisen und Fahrgeschäfte genießen. Für die Schausteller wird es anschließend weitergehen zum nächsten Fest.